So, hallo, wir machen weiter bei Things und Part 3 haben wir jetzt. Und bevor ich es vergesse, ich wollte es nämlich eigentlich in Part 1 machen, weil ich es so spaßeshalber in den Kommentar geschrieben hatte. Beziehungsweise ich glaube, es war Counter, der es geschrieben hatte. Er wollte jedenfalls gegrüßt werden, insofern fühle dich gegrüßt. Und Rasierer hat drunter geschrieben, dass er auch gegrüßt werden möchte. Insofern fühle dich auch gegrüßt. So, nur weil ich das vergessen habe. Okay, alle anderen fühlen sich natürlich auch gegrüßt. So. Bevor ich weiter quatsche, muss ich erstmal die ROM öffnen. Einen Moment. Ich habe gerade es nicht gleichzeitig geschafft zu grüßen und die ROM zu öffnen. Das ist ein bisschen traurig. Aber jetzt haben wir's. So. Wir sind hier fertig gewesen. Wir haben hier den Mond geholt. Das war das Level, wo man sich beeilen musste, so ein bisschen. Oh, ich schlag schon wieder aus hier mit meinem Mikrofon. So, besser. Wo man sich so ein bisschen beeilen musste. Und da haben wir den Mond noch nicht gefunden. Da gehe ich jetzt aber auch nicht noch dreimal rein. Erst wenn ihr mir da geschrieben habt, wo der Mond ist oder so, dann gehen wir da weiter. Okay. Weil bisher weiß ich einfach nicht, wo er ist und habe jetzt auch nicht den. Also, den jetzt zu suchen ist Quatsch. Können wir wann anders machen, falls wir ihn nicht finden und falls ihr es auch nicht wissen solltet. Aber vielleicht kann mir jemand einen Hinweis geben. So. Ja. Janky Bridge ist das nächste Level. Daran erinnere ich mich tatsächlich sehr gut. Das war nämlich erst jetzt, als HF auch angefangen hat, die Vollversion zu spielen. Okay, ich dachte, ich kann das mal hier in Ruhe hin. Aber es geht direkt los. Genau. Because Boon is so swole, any more weight added onto this bridge will cause it to collapse. However, you can carry shells. Sobald ein Sprite die Brücke berührt, ja, wird die zu schwierig, also die ist so instabil, dass dann sofort alles zusammenbricht. Deswegen muss man hier verhindern, dass Sprites Brücken berühren. So, jetzt will ich aber mal die obere Messagebox auslösen. Die habe ich gar nicht. Habe ich die bei HF gesehen? Weiß ich gerade gar nicht. So. Zack. Prevent anything from touching the green bridge and if you can't stay off the bridge. Ja, genau. Also, das ist das, was ich gerade auch gesagt habe. Gut. Na, das heißt, ich muss hier direkt los und zack. Das habe ich gut gemacht. Ja, und auch wenn ich größer werde, auch dann geht es auch nicht. Also es darf nichts die Brücke berühren und ich darf auch nicht wachsen oder so. Ja, die Brücke ist einfach so instabil, dass jedes kleinste Zusatzgewicht löst einfach aus, dass sie zusammenbricht. Zum Glück kann man auf ihr rumspringen wie ein Bekloppter. Das ist noch möglich. So. Ach ja. Und da muss man jetzt eben immer dann springen. Wie auch immer es physikalisch erklärbar ist, dass hier oben jemand die Brücke berührt und hier unten stürzt sie zusammen. Aber hey, darüber wollen wir mal nicht diskutieren, ne? So, Maus verschwinde wieder. Dankeschön, perfekt. Ups, wollte ich nicht. So. Also über die Physik wollen wir in dem Level nicht diskutieren. Oh, da hätte ich, was hätte ich, wie hätte ich da, was hätte ich da, okay. Aber, also wie gesagt, das Level habe ich gesehen. Davon weiß ich noch so einiges. Selber gespielt habe ich es natürlich nicht. Entsprechend wird es natürlich auch für mich wieder aufregend, wie weit ich ohne Save States komme. Und ob ich sie irgendwann. Ah. Da musst du jetzt irgendwie so hin und her. Okay. Da muss man dann irgendwie so hin und her springen und die Shell schnappen und irgendwie so. Es ist schon wieder. Es ist ein bisschen, ist schon wieder her, aber. An das Gimmick konnte ich mich zumindest noch erinnern. Also immer wenn der. Ach, ich bin so blöd. Immer wenn er drüben ist, dann darf ich es natürlich nicht berühren. So. Also jetzt. Boah, wie soll das denn? Der bleibt da ganz schön. Ach so, ich muss Spinjumpen auf dem linken Ding. Ja, nee, hab ich sofort verstanden. Es ergibt natürlich Sinn. Ich gehe einfach hier rüber und dann chill ich hier eine Runde und dann kommt die Shell. Und dann schmeißen wir den da hoch und dann ist der auch weg. Gut. So. Da fällt eine Shell. Fällt die wieder? An die komme ich niemals ran. Nee, okay. Keine Ahnung, wofür die da ist. Wir gehen das mal hier durch. Ach ja, da muss ich dann die Leben einsammeln, dass die nicht den Boden berühren. Das Level fand ich, als ich es gesehen habe im Stream, ich fand das so großartig, ne? Nee, die kann ich nicht wieder bekommen. Das passt schon, dass die da oben landet. Das passt schon, dass die da oben landet. Gut. Ich fand das so großartig, als ich das gesehen habe.
So. Weil die Idee einfach, ne? Die Idee ist einfach. Ja, die Idee ist einfach genial. Okay. Nein, Spin Jump wäre hier der Way to go gewesen. So. Tschüss. Und hopp. Ah, ich muss gar nicht. Ich muss gar nicht rennen. Der Sprung reicht so vollkommen aus. Rennen wäre sogar wahrscheinlich schlecht. Rennen wäre wahrscheinlich sogar schlecht. So. Okay, Spin Jump. Hui. So, und jetzt muss ich den... Hi. Dann muss ich schnell den P-Switch drücken und weiter. Okay. Haben wir verstanden. Ach ja, ich muss ja zurück hier zum Anfang. Da ist ja die Röhre. Da ist ja die Röhre mit den Blöcken, mit den braunen Blöcken davor, falls ihr es gesehen haben solltet. Ja, stimmt. Und die Shell hier landet dann auf dem... Da sind dann Blöcke gleich. Richtig, das wird ja so ein P-Switch. P-Switch-Gedingse. Nein, das war schlecht. Ich muss da weg. Ich will den nicht nehmen, ich will den drücken. Huch! Ich will den drücken. So. Ja, mit Save States war jetzt der Tenor, zumindest in der ersten Episode. Episode ist gut, aber in der ersten Folge war jetzt der Tenor. Ist schon okay, wenn ich geduldig bin und wenig Save States nutze. Ich werde mich bemühen, geduldig zu bleiben. Wie gesagt, solange ihr geduldig seid, kriege ich das auch hin. Weil wenn ich weiß, keiner ärgert sich, dann ist alles cool. Außer ich ärgere mich selber. So, dann ist nicht cool. Ups. Und es ist, also, es kommt noch zusätzlich dazu, dadurch, dass man halt wirklich sofort wieder starten kann und nicht mal Retry drücken muss, was ja auch schon eine deutliche Geschwindigkeitserhöhung wäre gegenüber auf der Overworld landen und wieder neu ins Level reingehen. Mist. Habt ihr das gerade gesehen? Kann ich dann zurückspulen? Die Shell hat... Ja. Die Shell zerstört die Seite. Lul. Das ist wahrscheinlich... Weiß ich nicht, wie das passiert ist. Physics. Hat die Seite wahrscheinlich auch dann diesen Effekt bekommen, dass wenn irgendwas das berührt. Aber ist irgendwie komisch, weil das ja eigentlich nur die grünen Blöcke sein sollten und nicht die Seite da. Naja, egal. Game Mechanics, die wir nicht verstehen. Hatten wir auch schon im Stream von HF lustige Situationen hier mit dem ASM. Was? Wow! Irgendwie bin ich nach links abgedriftet. So. Hatten wir auch schon im Stream von HF lustige Situationen. Was tue ich? Was dieses Level hier angeht. Und die, ja. Hinterfrage niemals ASM, oder? Ich glaube, dass dieses Meme so ein bisschen deutlich geworden. Niemals das ASM hinterfragen. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles so gedacht. Ach, ich bin blöd. Das war jetzt, glaube ich, sogar mal ein Recap, ohne dass ich ihn machen wollte. Das wäre ein Recap. Also hätte man das gewollt, wäre das ein Recap gewesen. Naja. So. Zack. Zack. So. Über da. Nicht in den Manche. Ich glaube, Rennen ist ja tatsächlich gar nicht mal die beste Idee. Jetzt aber. Okay. P-Switch drücken. Abflug. Bruder. So, jetzt liegt hier die Shell. Jetzt muss ich das hier drücken, dass ich hier durchkomme. Und dann muss ich da an die... Okay. Bisschen schneller noch. Aber ich habe bei der Shell kurz nochmal einen Gedankensprung gebraucht. Jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt weiß ich, wie es geht. So. Okay. Gleich drücken. Abflug. Einfach durchrennen. Es kommt nichts anderes mehr Schlimmes. Einfach hier durch, hier durch, hier durch, hier durch und rein da. Sehr schön. Puh, denn da ist der Midway Point. Prima. Genau. Und jetzt muss ich direkt, ja, ich muss das Leben hier sammeln.
Und die Shell. Gott. So. Ach ja. Da war ja was. Okay, jetzt bin ich gespannt, wie ich mich beim zweiten Teil anstelle. Ich weiß noch grob, wie es ausgesehen hat. Ach, Mist, wie mache ich das denn jetzt? Die Shell bleibt da drauf nicht liegen. Ja, aber, wie geht das? Ups. Was muss ich tun? Ach, Mensch. So. Einfach durchrennen? Ja, aber, es scheint mir nicht nach der Lösung. Daran kann ich mich tatsächlich schon wieder nicht mehr erinnern, ausreichend. Probier's trotzdem mal mit durchrennen. Offensichtlich nicht. Ah, hier durchrennen. Okay. Die Shell wieder fangen und dann da durchrennen wahrscheinlich. So wird's wohl sein. Oh, jetzt ist er schon gelandet. Okay. Dann muss ich... Ah, hier muss ich... Okay. Ja, da muss ich schnell sein. Alles klar. Der fällt schon eher. Der fällt schon eher. Ich darf den praktisch nicht reinladen. Und dann passt die Geschichte. Ups, das war zu bald. Das war ein bisschen zu bald. Ja, jetzt passt die Geschichte. So. Jetzt hier die Äpfel sammeln. Nicht den großen. Den großen gerade nicht. Weil dann werde ich groß und... was heißt den großen? Na, ist ja der Pilz, dann werde ich groß und dann bin ich wieder zu schwer für die Brücke. Nein, jetzt habe ich den gesammelt. Aber den ersten habe ich avoided. Jetzt müssen wir den zweiten auch noch avoiden. Dann läuft die Geschichte hier. Dann läuft der Lachs. So. Nein. Mist. Ah, ich springe immer zu bald. Ach, ich habe ja. Das Übliche. Ach, jetzt habe ich. Ja, jetzt ist er schon gelandet, ne? Der Adler ist schon gelandet. Passt. Nice. Ja. Immerhin einen Schritt weiter. Oh, das war nix. Warte, kann ich eigentlich in die Röhre zu... Ja, okay, ich glaube nicht. Ich überlege schon wieder, wo der Mond ist. Aber ich glaube, bisher haben wir ihn nicht verpasst. Ich bin mir aber nicht sicher. Ach, das war der Spaß. Stimmt, ich muss die Shells sammeln. Ja, ich muss die Shells fangen. Ja, genau. Ich muss die Shells fangen wieder. Das war der Spaß. Und die fällt jetzt hier runter, dann muss die wieder hoch und so weiter. Es ist aber nicht... Es sieht schlimmer aus, als es ist. Also, andersrum. Im Stream sah es eigentlich nicht schlimm aus. Und ich denke auch, es ist nicht schlimm. Aber vielleicht ist es ja doch schlimm. Ich weiß es ja noch nicht. So, jetzt habe ich die. Und jetzt, genau, passt doch schon. Muss die nur direkt da hochwerfen. So. Ach. Okay, man hat halt keine Zeit zum Überlegen. Fällt direkt von da oben so ein Viech runter und blockiert mir dann wieder alles. Na gut, meinetwegen. Stopp! Oh Gott, das war knapp. Nein! Oh, okay, passt. Und dann muss ich die andere fangen. Okay. Gut. Ja, man ernährt sich mühsam, aber man kommt voran. Oh, ich will mal was probieren. Ich glaube, ich habe eine Mondidee. Ja.
Ich glaube, aber da. Ich sehe da keinen, aber vielleicht sind da ja Blöcke oder so. Nee, okay. Da sind auch keine Blöcke. Hä? Okay. Die Luft geht kaputt. Hinterfrage nicht das ASM. Hinterfrage einfach. Ach Mist. Hinterfrage einfach nicht das ASM. Es ist alles in Ordnung. Nein! Nein! Mano! Nein! Ach, komm schon. Ich habe ja auch so ein bisschen die Hoffnung, dass ich vielleicht auch mal so ein bisschen besser in dem Spiel werde, wenn ich jetzt wirklich versuche, möglichst viel ohne Save States zu spielen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, bei mir gibt es so einen Lerneffekt auch einfach nicht. Ich weiß es nicht. So, hier hoch, die fangen und dann hier rüber. Und dann war ich zu langsam. Ah, okay. Und da drüben kommt dann schon die Stelle mit dem Yoshi. Die ist auch richtig kreativ. Die Stelle mit dem Yoshi ist auch richtig kreativ. Ja, ich kenne die schon, ihr wieder noch nicht. Aber gleich lernt ihr sie auch kennen. So, rüber da. Ah, ich bin da noch... Ich will halt verhindern, dass der Typ runterfällt. Aber vielleicht bringt es auch was, einfach ein bisschen nach links zu gehen. Den wieder aufzuscreenen. Vielleicht würde das helfen. Ah! Okay. So nicht. Huch! Irgendwie wollte ich mal testen. Ah, das stimmt, das wollte ich mal testen. Mal da in die Röhre zurück kann. Ey, weil das könnte halt auch was für den Mond sein, ne? Ah, ich weiß nicht. Ah, wir lassen das mal. Wir lassen das mal. Ich will eigentlich echt nicht die Zeit im Let's Play für Mondsuche verschwenden, weil das ist nochmal so eine extra Geschichte einfach. Nein, ich hab's nicht gefangen. Und man kann gar nicht weiter nach links, also das Viech fällt auf jeden Fall runter. Habe ich gerade gesehen, da ist ja dann der Block zu. Da ist ja dann der Block zu. So. Also jetzt go. Und ab. Oh, habe ich da die Zeit, um Anlauf zu nehmen? Habe ich da die Zeit, um Anlauf zu nehmen, ist die Frage, die ich mir stelle. Na, ich bin zu... Ich habe auf jeden Fall nicht die Zeit, um nachzudenken. Ah, ja, wow, wir machen wieder den Boden kaputt, ist okay. Also eben nicht den Boden, sondern die Luft. Den Boden in der Luft machen wir kaputt. So rum, könnte man es sagen. Nein! Oh. Das war nicht so klug. Gut, was heißt klug? Ich wollte es ja nicht. Hat ja mit klug da nichts zu tun. Und go! Na, ah, ich muss... Also die Münze alleine sieht schon so aus, als ob man da Speed braucht in dem Moment, wo man da hingeht. Oh moin. In dem Moment, wo man da hinkommt. Ne? Jetzt. Ja, nein, da war schon wieder... Das war wieder ein Regrab, den ich nicht wollte. Können wir bitte nicht Regrabs machen, wenn ich sie nicht will, und bitte Regrabs machen, wenn ich sie will? Mann. Zack, zack.
Nein, es reicht nicht. Aber vorne hatte ich an der Stelle dann Running Speed. Ich glaube, ja, ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. Ich gehe erst ganz nach rechts. Nee, ich muss ja die fangen. Ah doch, es passt, es passt. Gut, sehr schön. So. Und ich habe jetzt ein bisschen Verschnaufpause. Folgendes passiert. Hier fällt ein Viech gleich runter. Hier fällt ein Viech gleich runter. Und hier fällt ein Viech gleich runter. So, 1, 2, 3, man sieht es schon. Und die muss ich mit Yoshi fangen, weil wenn die hier unten landen, komme ich hier nicht mehr durch. Na, seht ihr auch. Und ich sehe auch, es gibt keinen Mond mehr hier irgendwo für mich. Scheiße. Okay. Also, Yoshi, Nom, hat schon mal gut funktioniert. Ja, wir haben alle drei gefangen. Das war nix. Das Lustige ist, mit Yoshi bricht man hier nicht durch. Ich nehme an, weil man sonst ja breaken könnte, ne? Also sonst könnte man ja da irgendwie... Also mit Mario breche ich durch, aber mit Yoshi eben nicht. Da ist schon wieder die Wand kaputt gegangen. Ja, aber wir haben den Mond wieder verpasst. Jetzt ist es offiziell. Scheiße. Wo warst du, Mond? Wo warst du? Ach, ich dumm. Ich würde fast trotzdem nochmal auf meine Theorie gehen, dass ich hier in die Röhre zurückgehe, irgendwie. Ich glaube, wir probieren das gleich mal. Wenn ich jetzt nochmal tot... Aber jetzt weiß ich, bis zum Ende kommt der Mond nicht. Also muss er irgendwo davor sein. Hm. Ah, mein Gott, das ist wirklich schön. Das ist wirklich schwierig. Ich habe mich noch drüber lustig gemacht, dass es bei HF so, dass er sich so angestellt hat. Da ist auch kein Mond. Schade. Dass er sich so angestellt hat, aber es ist wirklich nicht so einfach. Muss ich zugeben. Aber komme ich da wieder hoch? Hm. Komme ich in diese Röhre wieder rein? Ich würde fast denken, das geht. Ja doch, da kommt man schon wieder hoch. Da kommt man schon wieder hoch. Probieren wir es halt mal aus. Ja, so nicht. Na. Wenn es halt Zeitverschwendung ist, ist es ein bisschen doof, ne? Das ist das Ding. Na, das war knapp. Kommt der Sache näher. So nicht. Aber so kann ich mal ein bisschen Shelljumps üben auch. Ah, ich weiß nicht, ob ich das berührt hätte jetzt. Scheiße. Cool. Ach, da kommt die wieder. Okay, das ist interessant. Die kommt direkt von oben wieder, wenn sie da nach unten abhaut. Normalerweise bin ich doch im gleichen Screen. Dann kommt die dann sofort wieder? Das ist ja interessant. Okay. Oh, das war nicht so gut. Ah, das war auch nicht so gut. Hat wahrscheinlich auch wieder mit dem ASM zu tun, dass die gleich wieder auftaucht. Weil normalerweise machen die das nicht. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das wäre jetzt der Treffer. Ich glaube, das wäre der... Das wäre, glaube ich, die Mitte gewesen. Aber man sieht auf jeden Fall, es wäre grundsätzlich möglich, in die Röhre zurückzugehen. Also so von Höhe her und so weiter. Und das hat auch nie jemand bestritten eigentlich. Nee. Nee. Mm-mm. Nee, okay, jetzt hatte ich es hundertprozentig. Gut, dann ist der Mond woanders. Aber es war eine Idee. Es war eine Idee. Wo ist der Mond dann? Der Mond ist noch nicht aufgegangen. Na gut, dann machen wir erstmal. Oh, haut das hin. Ja, das kann ich hinhauen. Aber vielleicht geht mir noch ein Licht auf, wenn schon der Mond nicht aufgeht. Man weiß es nicht. So, aber jetzt erstmal hier. So, das will halt wirklich gut getimed werden. Ja? Nein? Oh Gott, das ist ja wirklich... Oha, also... Das sah im Stream deutlich leicht aus. Oha. Wie kann ich das irgendwie tricksen? Ich glaube nicht. Ich
Ich glaube, Sweet Dude hat schon gut genug hier nachgedacht, um Breaks zu verhindern. Eben deswegen denke ich ja auch, dass Yoshi genau aus dem Grund mit mir drauf nicht die Brücke kaputt machen kann. Weil ich sonst nämlich da wahrscheinlich was breaken könnte. So. Nein! Okay, da muss ich ein bisschen weiter rüber und dann den essen. Sheesh. Oder ich gehe direkt an die ran. Vielleicht ist das besser. Das muss ich auch mal ausprobieren. Dass ich direkt an die rangehe. Das war interessant. Zack, zack. Ja. Ja, nein. Okay. Okay, bisher ist noch der zweite das Problem. Es müssen halt alle drei hintereinander klappen. Ja, es ist klar. Wem erkläre ich, wie das funktioniert? Jeder mit einem gesunden Menschenverstand hat es kapiert. So. Okay. Nein, das war zu weit. Aber dann muss der Mond in der ersten Hälfte sein. Weil, also hier sehe ich nicht. Also sehe ich absolut nicht, wo der sein soll. Dann muss er in der ersten Hälfte sein. Vielleicht irgendwas mit dem P-Switch. Yikes. Vielleicht irgendwas mit dem P-Switch. Ups. Oh, zu langsam. Und hops. So. Und hops. Nein, 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 ach Mist. Ich glaube, ich kann wirklich noch deutlich später springen. Ja. Ja, okay, wir sind wieder drüben. So. Nein! Okay, jetzt habe ich den und den. Okay. Okay, jetzt habe ich den ersten nicht. Und das Ding ist halt, wait, doch, das müsste gehen, oder? Ach nee, weil dann Yoshi auf der Brücke ist. Ja, weil man könnte sonst ja noch versuchen, den hier zu machen. Ja, okay, hat eh nicht funktioniert. Aber dann würde Yoshi auf der Brücke stehen und dann ist es wieder ein Sprite, was auf der Brücke steht. Also, das ist schon wirklich breaksicher. Ich wüsste nicht, wie man hier durchkommt. Ohne es richtig zu machen. Ups. Da war kurz die Maus und ich kann euch auch gleich erklären, warum. Ich habe nämlich gerade eine E-Mail bekommen und dann hat es mein E-Mail-Fach hier unten aufgemacht. Und das hat dafür gesorgt, dass die Maus kurz angezeigt wurde. Aha. Also dann ist es trotzdem schlauer, ich nehme die Maus grundsätzlich an die Seite, dass die nicht zwischendurch mal auftaucht. Ach, das war jetzt nicht so klug. Wie geht das gerettet? Ja. Nee. Wieso ist jetzt plötzlich auf dem halben Weg das kaputt gegangen? Wir hinterfragen nicht das ASM. Da war doch gar nichts mehr drauf. Jetzt auf also, ich meine, ich hätte es nicht mehr schaffen können, weil die Shell oben nicht war. Ist klar, die wurde ja auch dann despawned. Aber dass plötzlich die Blöcke kaputt gegangen sind, habe ich nicht verstanden. Da war ja nichts. Also hier war ja nichts mehr da, was die hätte kaputt machen können. Das war interessant. Wir hinterfragen einfach nicht das ASM. Es bleibt so. Was im Stream gesagt wurde, gilt auch hier. Wir hinterfragen einfach nicht das ASM. Man kann viel hinterfragen,
Aber manchmal sollte man auch zum Ergebnis kommen. Nee, ist okay. Es ist einfach so. Es ist in Ordnung. Hinterfragen kann auch zur Zustimmung führen. So. Das ist was, was viele Leute heutzutage nicht verstanden haben. Die immer sagen, oh, man muss alles hinterfragen und damit aber eigentlich meinen, man muss danach dagegen sein. Das ist Schwachsinn. Also du kannst auch hinterfragen, ob 8x8 wirklich 64 ist. So, kannst du hinterfragen? Okay, wir hinterfragen das jetzt. Ist 8x8 denn wirklich 64? Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Das ist eine Verschwörung von der Regierung. So, und dann gucken wir halt mal. Ja, was ist denn 8x8? Okay, 8x8 bedeutet, dass ich 8x die 8 zusammenzählen muss. Hm, wenn wir 8 plus 8 plus 8 und so weiter rechnen, bis wir das 8x gemacht haben. Oh, da kommt ja wirklich 64 raus. Jetzt haben wir das hinterfragt und siehe da, es stimmt. Ach Mann, jetzt habe ich es hier wieder fallen lassen. Okay, jetzt kommt wieder die Situation von vorne. Guck mal, hier ist noch alles cool. Hier ist noch alles cool. Und jetzt, wo die Shell eigentlich da drauf liegen sollte, da drüben, da breche ich plötzlich ein, obwohl hier nichts ist. Ich meine, wenn der jetzt drauf ist, das ist klar, dann breche ich ein. Aber warum da? Sind es vielleicht dann... Ah, ich könnte es mir denken. Ich könnte es mir denken. Es ist vielleicht so eingestellt, dass links und rechts von den Teilen, selbst wenn das Sprite nicht mehr drauf liegt, dass die auch einbrechen. Einfach damit dieser Effekt auch stärker wird. Das würde Sinn ergeben. Das würde Sinn ergeben. Deswegen bricht es nämlich links und rechts von einem auch ein. Wenn eins eingebrochen ist, sind die daneben komplett fragil. Das würde Sinn ergeben. Ja, doch, doch, doch. Das erklärt auch, warum die sozusagen wegbrechen, wenn man sie nur dann berührt. Hm? Hm? Ich mag meine Erklärung. Hier, ne? Das da. Weil es dann so eine Kettenreaktion gibt. Ja, verstehe ich. Und das ist vorhin auch passiert. Da war eine Lücke, über die Lücke bin ich drüber. Aber dann sind dahinter die Dinger eingebrochen. So war es nämlich. Rätsel gelöst. Mist. Okay, die Yoshi-Stelle wird nervig. Weil die werde ich noch ein paar Mal verhauen oder muss ich immer wieder den Anfang hier spielen. Aber wir behalten uns das jetzt bei. Ich werde jetzt nichts daten. Es ist zwar was, wo ich sage, rein vom Ding her ist es eigentlich so, man spielt ja immer wieder nach hinten. Aber ich will mich jetzt wirklich mal eine Zeit lang beherrschen mit meinen States. Ich will mich jetzt wirklich mal versuchen, wenn es nicht zu schwierig ist oder so, ne? Und wenn ich es schaffe. Ich schaffe es ja nach hinten, das weiß ich ja. Und ich schaffe es auch jetzt nicht so selten nach hinten. Und ich glaube, das ist so diese Übung, die halt wichtig ist. Wie es ja auch in der, oh, wie es auch in der Schule ist. So, wenn du nicht übst, kannst du nicht besser werden. Also üben wir jetzt. Ich werde zwar offenbar auch mit Übungen nicht besser gerade. Aber hey. So. Nein, wir nehmen uns jetzt die Zeit. Ist mir jetzt egal. Macht das so lange, bis ihr euch beschwert. Oder ich halt einfach merke so, nee. Für mein Seelenwohl muss ich jetzt ein State setzen, sonst kriege ich die Krise. Weil ich will das Level in dem Part auf jeden Fall abschließen. Ja, und der Part ist jetzt halt schon eine halbe Stunde. Und ich will eigentlich nicht, dass der eine Stunde wird, weil wenn der jetzt eine Stunde werden würde, würde das bedeuten, dass wir noch eine halbe Stunde nur diesen Content hier sehen. Ja, habt ihr es gesehen? Wir sind über die Lücke gelaufen und der Rest dahinter ist eingebrochen. Obwohl eigentlich kein Sprite den berührt hat. Okay. Okay. Ergibt Sinn. Sobald ein Stück zerbricht, werden die daneben so brüchig, dass egal wann man es berührt, die brechen einfach ein. Nee, aber auch nicht. Nur mit dem... Kommando zurück. Es ist nicht so, dass die daneben brüchig werden. Sondern dadurch, dass ich mit dem Sprite über die Lücke laufe, denkt das Spiel für einen Moment, dass ich mit dem Sprite die Lücke berühre. Nein! Oh, alle drei verfehlt. Oh Gott. Das wird noch ein bisschen dauern hier. Der Spaß wird noch ein bisschen dauern. Na, aber ich glaube, so kann man es dann vielleicht eher erklären.
dass tatsächlich der Sprite ist in dem Moment kurz berührt, weil man so ein Stückchen runterfällt. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es das. Wir wissen es nicht genau, aber wir haben es hinterfragt. So. Aaron, vielleicht habt ihr es gemerkt, ich will jetzt auch für... Also gerade für dieses Projekt möchte ich wieder Custom Thumbnails machen. Mache ich ja sonst bei SMW-Hacks eher selten und eigentlich nur bei so Story-Spielen, ne? Aber irgendwie liegt mir dieses Projekt hier... Ich will nicht sagen, mehr am Herzen als andere Projekte. Aber ich fände es ganz schön, wenn wir hier für Custom Thumbnails hätten! Yes! Okay, so, jetzt muss Yoshi hier drauf. Wenn ich ihn nämlich hier fallen lassen würde... Ist klar, was passiert, ne? Nicht in den Mann... Oh Gott. Okay, Yoshi landet hier drauf, sonst... Ich muss hier aufpassen auf den Mancher. Okay. Jetzt ist alles cool. Nice. Nice. Okay. Und jetzt gucken wir mal, ob wir den Mond noch finden. Es kann ja nicht so viele Möglichkeiten geben. Das können wir jetzt wieder mit Self-Stats machen, ne? Das ist klar. Gut. Also, die Idee wäre, dass ich über die Messagebox irgendwo hinkomme. Dass die irgendwie da oben... Aber so Offscreen-Mond fände ich irgendwie komisch. Weiß ich nicht. Nee, also so ein Offscreen-Mond würde ich nicht feiern. Nee. Aber vielleicht mit dem P-Switch hier nach hinten. Vielleicht kann ich da noch... Vielleicht ist da eine Tür oder so. Hm. Das war nix. Das war nix. Also, wie gesagt, zum Mond erkunden werde ich States machen, einfach weil wir haben das Level ja schon gesehen. Und dann geht es ein bisschen schneller. So, hier kann ich auch nichts anderes machen. Also bisher wüsste ich nicht. Irgendwas ist gestorben. Okay. Wir hinterfragen nicht das ASM. Bisher wüsste ich nicht, was jetzt irgendwie anders hätte sein können. Also wirklich nicht. Auch der Teil hier... kann ich mir nichts anderes vorstellen. Auch hier... wüsste ich nicht... wie ich mit dem Ding jetzt, was das mit dem Mond zu tun haben könnte. Oder den P-Switch kann ich auch nicht mitnehmen. Ich kann ihn nur drücken. So, dann laufen wir hier durch. Jetzt könnte ich halt mit der Shell vielleicht irgendwo anders hin. Kann ich mit der Shell hier irgendwo hin? Ah, das ist halt auch Quatsch. Nee. Nee. Die Shell ist hierfür da. Und dann das hier. Also es kann eigentlich fast wirklich nur sein, dass ich ein Stückchen weiter noch gehen muss für den Mond am Anfang. Dass dahinter noch was, aber da müsste dann halt eine Tür auftauchen. Oder da taucht auch nichts auf. Ich kann doch nicht so blind sein. Habe ich den Mond jetzt wirklich schon wieder komplett übersehen? Oder gibt es einfach keinen Mond in der... Gibt es in jedem... Hieß es gibt in jedem Level einen Mond? Ich weiß es nicht. Aber hier sammel ich, also hier wird jetzt das Ding runterfallen. Nee, jetzt gehe ich da rein. Jetzt komme ich hier raus. Ich weiß beim besten Willen nicht, wo der Mond sein soll. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Ihr dürft mir gerne sagen, wenn ihr wisst, wo der Mond ist. Ich lese jetzt nochmal kurz die Messagebox hier im Tutorial. Ich lese jetzt nochmal ganz kurz die Messagebox im Tutorial zum Mond.
Huch. Okay, hier ist manchmal das mit dem Sound so ein bisschen, aber das ist irgendwie nur hier gewesen. So, hier war der Mond. Collect Moons to unlock stuff. Ach so. Der sagt gar nicht, in jedem Level ist ein Mond. Hm. Vielleicht gibt es einfach Level ohne Mond. Kann ja sein. Na gut. Okay, nächstes Mal wird dann getanzt, offenbar. Im Danceland. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.